Ja, guten Abend. Ich hatte mal wieder Lust, einen Text zu schreiben, wo ich mich total über irgendwas aufrege. Und ich habe mich gefragt, worüber. Und dann habe ich so nachgedacht, so was so ein bisschen der Konsens. Was finden irgendwie alle so ein bisschen doof? Und dann dachte ich so, ah ja, stimmt. Leute, die bouldern gehen. Ich muss, bevor ich diesen Text vortrage, sagen, dass ich selber mehrmals die Woche bouldern gehe. Aber ich dachte mir, wer an so einem dämlichen Sport auch noch Spaß hat, der muss auch über sich selber lachen können. Wahrscheinlich gibt es an jeder Sportart etwas auszusetzen. Da ist kein gemeinsamer Nenner, mit dem sich die Gesellschaft einen lässt. Aber seit irgendwer das Theaterstück, bei dem überbezahlte Jungspunde sich auf der Jagd nach einem Ball gegenseitig die Schienbeine zertrümmern, zum Hauptnationalsport dieses Landes erklärt hat, habe ich kein Vertrauen mehr in sportliche Institutionen und dafür braucht es auch keinen Korruptionsskandal. Handball ist irgendwie dasselbe, nur mit einem wichtigeren Körperteil. Schwimmen bietet eigentlich Potenzial für Begeisterung, weil es einst den Grundstein für Wasserrutschen legte. Aber immer wenn ich schwimmen gehe, spüre ich nichts außer die qualvolle Sehnsucht nach einem prähistorischen Zustand im Wasser, als Menschen noch nicht Menschen waren und ich keine Stromrechnung bezahlen musste. Wintersport ist und bleibt ein Mysterium. Der Klimawandel hat bald sämtlichen Schnee vernichtet und das ist, was ihr damit anfangen wollt. Mit der restlichen Zeit. Was ist denn mit euch los? Leichtathletik weckt dunkle Erinnerungen an Bundesjugendspiele und Zirkeltraining und seit ich mich damals gezwungen sah, mit dem Speer auf das Schulmaskottchen zu zielen, um diesem Militärcamp irgendwie zu entgehen, darf ich mich keinem Sportplatz auf mehr als 50 Meter nähern. Das alles sind klassische Sportarten, die immerhin mit zweifelhafter internationaler Anerkennung und Bewahrung des Familienfriedens gerechtfertigt werden können. Aber mit Pop-up-Stores, Tiny-Houses und Gentrifizierung ereilen uns auch jene ulkigen Freizeitbeschäftigungen, bei denen man nicht genau weiß, ist das jetzt Sport oder ist das eine Strafarbeit? Ich spreche von Slacklines, ich spreche von Quidditch. Spätkapitalismus, Turbokapitalismus, Raubtierkapitalismus. Ich weiß nicht, in welchem Kapitalismus wir uns gerade befinden, aber ich will, dass er augenblicklich diesen Unsinn wegrationalisiert. Auch wenn es schwer wird, wir wissen, Red Bull findet immer einen Weg, irgendwelche Blöden mit ihrer Plörre aus Zucker und Rechtspopulismus zu sponsern. Und trotzdem, es ist dieser feurige Mix aus Faszination und Verzweiflung, der mich dazu bewegt hat, mich in eine ganz ähnliche Tragödie zu stürzen. Was ich damit meine, ist das vertikale Äquivalent zum Curling, der feuchte Traum unausgelasteter Mittelstandskids, die Schnittstelle von Fremd- und Seltscham oder kurz das Lächerlichste, was das große, weite Spektrum an körperlicher Betätigung zu bieten hat. Bouldern. Ich weiß nicht warum, aber für mich klingt Bouldern aus irgendeinem Grund erstmal danach, sich frittierte Teigbällchen per Trichter in den Mund rollen zu lassen. Aber guess what? Bouldern ist das Gegenteil davon. Lauchige Studierende klammern sich an bunte Griffe, um 3 Meter höher Richtung Decke zu steigen. Hallo? Benutzt doch einfach eine Treppe! Insgesamt kann man sich das Ganze so vorstellen. Halb Mensch, halb Vollkornnudel, fährt mit dem Bus in die Abgeschiedenheit eines Industriegebiets, begrüßt seine Buddies mit einem lächerlichen Handschlag, grapscht einmal tief in einen Sack Kreide und dann kann's losgehen, oder? Jemand sagt, Bouldern bringt uns näher an eine Art Urzustand, als wir noch auf Bäumen gelebt haben. Ja, ich glaube, das ist schlecht. Alles, was in dieser Halle passiert, ist also kollektive Regression oder was? Wenn es darum geht, dann schone ich doch meine Finger und gehe auf ein Tote-Hosen-Konzert. Klettern ist cool, da kann man wenigstens sterben. Bouldern ist für die Leute, die Höhenangst haben und trotzdem dumm genug sind, um sich für den selbsternannten ultimativen Kick einen komplizierten Handgelenkbruch zuzuziehen. Wobei Bouldern ungefähr in dem Maße ein ultimativer Kick ist, wie sich am Sonntag beim Kaffeekränzchen mit Oma den Apfelkuchen mal ausnahmsweise ohne Sahne zu bestellen. Beim Bouldern geht es darum, unter Kraftaufwand Probleme zu lösen. Aber ganz ehrlich, dann kann ich mich auch prügeln oder einen Ikea-Schrank aufbauen. Und dann sagt jemand, Mensch, man muss mal raus aus der Halle. Dieser Gestank, die Griffe, die Matten, das ist alles so unnatürlich. Wir sind Menschen und wir müssen mal an den rohen Fels. Na klar, ich kann mir nichts Spaßigeres vorstellen, als nach Frankreich zu fahren, um meine Geschlechtsteile an einen Stein zu reiben. Soll ich jetzt noch in eine Papiertüte kacken oder was? Soll ich mich von einem Rudel Wölfe adoptieren lassen? Nehmen die mich überhaupt noch oder bin ich zu alt? Was auch immer, wenn du deine Dreadlocks lüften willst, Felix, dann geh Stand-up paddeln. Doch ich muss mir eingestehen, dass dieser ganze Sport auch gute Seiten hat. Boulderhallen verursachen mir Bauchschmerzen, aber sie haben mich auch zu der krassen Maschine gemacht, die ich heute bin. Danke. Du und deine Jungs aus dem Fitnessstudio geht zum ersten Mal in die Boulderhalle und scheitert kläglich an der Route, die ich zum Aufwärmen mache und dann weint ihr. Boulderhallen sind der Endgegner für fragile Männer-Egos und alles, was fragile Männer-Egos herausfordert, ist mir grundsätzlich sympathisch.
Bouldern hat mir das zweifelhafte Selbstvertrauen gegeben, Leute zum Armdrücken herauszufordern und es zu verkraften, dass ich trotzdem immer verliere. Also komm, lass uns zusammen bouldern gehen, auch wenn wir uns die ganze Zeit schämen. Aber ey, es gibt Regeln. Wenn du so ein albernes Chalkbang in der Form dieser fusseligen kleinen Monster besitzt, dann raus aus meiner Boulderhalle. Wenn du ein Tough Mudder T-Shirt trägst, dann raus aus meiner Boulderhalle. Wenn du überhaupt kein T-Shirt trägst, dann raus aus meiner Boulderhalle. Wir überlegen uns einen dämlichen Handschlag und wenn wir versagen, dann gehen wir als Strafarbeit zum Slackline oder zum Quidditch. Vielen Dank. Luca.